Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Franbo. Wir versuchen gerade aus dieser Irrenanstalt auszubrechen und dafür müssen wir an dieser Frau hier vorbeikommen. Miss Krankenschwester, ich hoffe, dass du bald auf Toilette musst. Sie hat was über einen Schlüssel gesagt. Oder war das etwas über einen Kuss? Du meine Güte, ich kann das nicht glauben. Ich bin schon im Empfangszimmer, das ist großartig. Aber die Krankenschwester, ich muss sie loswerden. Was soll ich tun? Was habe ich überhaupt? Okay, hier kann ich also im Moment eigentlich gar nichts machen. Dann muss ich wieder zurückgehen. Alles klar. Oder warte mal. Wie sieht das hier oben aus? Wenn ich die Pillen verwende, gehen wir sofort wieder hier hin. Am Ende des Labyrinths. Ach, okay. Wenn ich die Pillen verwende, kann ich hier vorbeigehen. Cool. Oh, ihr seid alle so dünn. Igitt. Bist du auch eine Krankenschwester? Warum hängst du da oben? Ach du meine Güte. Geht es dir gut, kleines Baby? Ist das deine Mama, die da oben hängt? Vermisst du sie? Ich vermisse meine Mama auch. Ich erinnere mich nicht mehr an Tante Graces Telefonnummer. Ich überrasche sie einfach, wenn ich nach Hause komme. Oh nein, ein Liebesbrief, lieber Pete. Pah, ekelhaft. Genau das hat Mr. Midnight mir gesagt am Ende des Labyrinths. Ich frage mich, was wohl am Ende des Labyrinths ist. Was immer es auch ist, ich hoffe, ich finde mein Katerchen. Okay. Aber was kann ich jetzt hier machen? Ich will nicht mehr hier sein. Zeit auf dem Sofa verschwenden und nachdenken. Während mein armer kleiner Kater draußen friert? Nein, niemals. Und das hier? Oh, das weiß ich. Mein Lehrer hat uns davon erzählt. Baby-Shaken-Syndrom. Das ist, wenn verrückte Eltern ihre Babys schütteln. Mistkerle. Und die Babys bluten im Inneren. Viele davon sterben. Rein die Tatsache, dass ich jetzt hier rumlaufen kann, sagt mir doch, dass hier irgendwas ist. Und top. Hoffentlich sieht die Krankenschwester den Schlüssel. Oh mein Gott, ich habe jetzt 5 oder 6 Minuten hier blöd rumgetan, um diese Lösung zu finden. Mein Gott, da hätte ich früher drauf kommen können. Oh, der Schlüssel war also doch hier. Ich nehme ihn lieber mit. Okay. Dann gucken wir noch mal. Ich erinnere mich nicht mehr an Tante Graces Telefonnummer. Oh Mann. Gehen wir einmal kurz hier rein. Oh, zum Glück ist man sehr unaufmerksam. Dieses Schild zeigt an, wo sich die Dinge im Krankenhaus befinden. Aber was es nicht anzeigt, ist, wie furchtbar dieser Ort ist. Es sollte sagen, willkommen zum schrecklichsten Ort der Welt. Okay, nichts, was ich nicht schon kennen würde. Okay, na dann sehen wir uns nochmal diese Notiz an. Untersuchen. 17. Dezember ist, naja, 29 vielleicht, 29, 32 oder, dass man es vielleicht addiert, 1, 9, 1, 2 oder... ich habe keine Ahnung. 2, 9, 3, 2. Ha, ja, okay, es ist wirklich so einfach. Okay, easy. Ja dann, schnell hier raus, ganz schnell hier raus. Uiuiuiui, das war eine Herausforderung. Gehst du raus? Hallo, Mr. Krähe. Hier kann ich nicht mal die Pillen verwenden. Du kleine Schlampe, dafür wirst du bezahlen. Ui. Du schlaues kleines Mädchen, glaubst du, du kannst einfach gehen? Was? Das kann nicht sein. Nein! Ich muss zum Labyrinth gehen. Na dann gehen wir mal zum Labyrinth.
Hier kann ich mir auch nichts groß ansehen, oder? Sieht nicht so aus. Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als ins Labyrinth reinzugehen. Und da haben wir den Wachmann. Eieiei. Was ist denn das jetzt? Da ist die Katze. Nein, 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 nein. Den möchte ich wahrscheinlich nicht begegnen. Kann ich hinter dem herlaufen? Shit. Ach Mist. Zählt als erwischt, okay. Ah, dieses Minispiel ist ja nervig. Ah. Hat man eigentlich irgendeinen Hinweis darauf, wo man so genau hinlaufen muss? Denn ich bin im Moment sehr ratlos. Wenn es einen Hinweis darauf gibt, wo ich hin muss, dann habe ich ihn nicht gefunden. Oh nein, 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 nein. Ah, Gott, ist das zum Kotzen. Kann ich vielleicht auch mit Pfeiltasten hier spielen? Nein. Okay, also gut. Mr. Katze geht erstmal ein Stückchen nach links. Ich möchte das jetzt aber auch nicht skippen. Mein persönlicher Stolz sagt mir, dass ich das auch ohne Skippen schaffen muss. Oh Gott. Oh mein Gott, ist das nervig. Ja, oh, danke. Danke. Oh, das war fürchterlich. Am Ende des Labyrinths wirst du sie finden. Das böse Ungeziefer der Nacht. Sie werden dich jagen, sie werden lachen. Aber es wird immer auch eine gute Seite geben. Eine Katze voller Nüsse und Schrauben wird dich stets begleiten. Kapitel 2, Teil 1, Symptome der Neugier. Du meine Güte, das war knapp. Ich hoffe, die Wachmänner finden die Kanalisationen nicht. Oh, was für ein Ort. Ich hoffe, ich finde Mr. Midnight bald. Liebes, dein Arm ist weg. Gut, dass du nicht blutest. Ich habe die ganze rote Milch, die aus jedem fließt, irgendwie satt. Wer wagt es, einen unschuldigen Teddybär ohne Schutz zu lassen? Das frage ich mich. Haha, ich habe mich an was Lustiges erinnert. Ein sehr alter Onkel hat mal versucht, auf eins davon zu pusten. Haha, es war so schwer, da reinzublasen, dass er all sein Gas rausgepupst hat. Ich kenne eine Geschichte über ein Mädchen mit roten Schuhen und sie hatte einen Hund. Ich mag Tiere und zwar alle. Hunde sind Tiere. Wie auch immer, es ist nur ein Schuh. Ich sollte ihn hier lassen. Hier steht Jans und ich habe keine Ahnung, wieso. Vielleicht ist es nur ein Name, so wie meiner oder Mr. Midnights. Vielleicht ein Musikmacher, der die Musik nicht mehr liebt. Was für ein hübsches Pferd, dem König würde das gefallen. Aber ich gehe nicht zurück, es muss selber entkommen. Ich frage mich, ob sie nach mir suchen. Es kann gut sein, eine gemütliche Bleibe zu haben. Nun, wenn ich sehr müde wäre, könnte ich es benutzen. Ich schlafe wohl nicht, ehe ich mein Katerchen winde. Daraus könnte ich was machen. Es sieht aus wie eine Tür. Aha. Eine Tür. Wundervoll. Aha, aha. Und das Fass? Was ist mit dem Fass? Mr. Midnight, bist du hier? Sieht nicht so aus. Dann suche ich weiter. Gleich mal die Pillen einwerfen. Was ändert sich? Okay, diese creepy Gestalt ist jetzt hier und... Okay.
Okay. Na, dann ziehen wir mal weiter. Oh, ein Schlüssel. Verflucht sei die Neugierde. Sei verflucht, Neugierde. Oh, ich mag, dass ich neugierig bin. Wie will man denn sonst etwas lernen? Aber was bist du? Du bist selbst etwas neugierig. Was ist die richtige Frage? Aber warum wäre angemessener? Ich habe keine Zeit zum Plaudern, Sir. Ich will den Schlüssel, das ist alles. Oh, aber dieser Schlüssel gehört uns nicht. Und deiner ist er ganz sicher nicht. Es ist immer gut, einen zusätzlichen Schlüssel zu haben. Besonders dann, wenn man was ausgeheckt hat. Das ist uns völlig egal. Unsere Zuneigung dir gegenüber ist gleich null. Du bist sehr ehrlich, das gefällt mir. Ich bin ein Mensch, Fran. Schön, dich kennenzulernen. Interessant, erzähle uns mehr. Ich habe einen Kater. Also, ich hatte einen. Er wird gerade vermisst. Ich muss ihn finden. Wirklich? Ja, wirklich. Jetzt gib mir bitte den Schlüssel. Schau, Mensch, Fran. Wir sind aus dem Süden gekommen. Fliegend, wie immer. Und einer von uns hat sich über diesen Schlüssel gewundert. Jetzt stecken wir alle hier fest. Und wegen unseren langen Haaren können wir uns nicht befreien. Du bist also auch neugierig. Kann ich dir helfen? Wir bleiben öfter in Bäumen hängen, aber wir haben etwas, das Abhilfe schaffen kann. Ein wunderschöner Kamm, um jedes Mal, wenn wir hängen bleiben, unsere Haare zu kämmen. Gib mir den Kamm, dann kann ich dir helfen. Aber es gibt ein Problem. Ein dreckiger Dieb hat unseren Kamm geklaut. Jetzt stecken wir für immer fest. Wenn du den Dieb und den Kamm findest, kriegst du den Schlüssel. Abgemacht? Ja, aber wie sieht er aus? Es ist eine Ratte, eine dreckige, narzisstische Ratte. Sie hat den Kamm geklaut, um sich aufzuhübschen. Wir konnten nichts machen und dann ist er damit weggerannt. Bitte finde ihn und befreie uns von Neugierde. Ich gebe mein Bestes. Wir werden hier sein und auf dich warten. Dann schauen wir doch mal. Aha. Hallo Baum. Hallo Baum. Ach, gut, mehr geht hier nicht. Gut, dann ziehen wir mal eins weiter. Uiuiui. Wie sieht's mit Pillen aus? Aha, okay. Hier ist nur etwas, wenn ich keine Pillen nehme. Interessant. Wow, das ist ein echt großes Insekt. Oder ist es ein Schwein? Nun, es ist sehr sonderbar. Oh, wow, du bist aber eine große Ameise. Wer ist da? Oh, Verzeihung, Sir. Bist du echt? Grrr. Du fragst immer dieselben Fragen. Immer. Immer? Was meinst du mit immer? Natürlich bin ich echt. Woher kommst du? Oh, ich bin aus der Psychiatrie geflohen. Aber sag das niemanden. Ich verrat's niemanden, keine Sorge. Aber was machst du hier? Mein Kater ist irgendwo da draußen und ich muss ihn finden. Ein Kater, sagst du? Ja, Sir, ein schwarzer Kater mit großen gelben Augen, Mr. Midnight. Oh, ich verstehe. Tut mir leid, Mädchen. Bitte sag mir doch wenigstens, ob er hier in der Nähe war. Rein zufällig ist der fragliche Kater aufgefressen, zerkaut und heruntergeschluckt worden. Gefressen? Was meinst du? Der schwarze Kater, der so schnell auf mich zugeeilt ist. Ich fange ihn, ich gebe ihn meinem Käferschwein. Mein Käferschwein hat Hunger. Oh, mein armes Käferschwein hat schon seit Tagen nichts mehr gegessen. Blaubeerzeit ist schon vorüber und wir haben sie alle aufgegessen. Hör auf, siehst du's nicht? Mr. Midnight ist mein einziger Freund. Bitte sag mir, dass du Witze machst. Oh, kleines Mädchen, nicht weinen. Ich kann für dich singen, wenn du willst. Was tue ich denn jetzt? Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, allein zu sein. Das weiß ich, ja. Ich bin der Einzige, der noch lebt. Lass mich dir helfen, okay? Wie könntest du mir denn helfen?
Die Verdauung dauert ziemlich lange, weißt du? Vielleicht ist er ja noch am Leben im Käferschwein. Soll ich was machen, wie das Käferschwein zum Erbrechen bringen? Töte das Käferschwein. Es ist ebenfalls mein einziger Freund, aber ich brauche das Fleisch. Ich würde gerne wissen, ob mein Katerchen noch da drin ist. Tu es. Du kannst das Käferschwein töten und ich, Antonio, der Größte, werde das Fleisch essen. Okay. Ich habe aber nichts, was ich hier verwenden kann. Dann sehen wir uns das Ganze nochmal kurz so an. Hier ist nichts. Interessant. Ein Brunnen. Ich könnte versuchen, ihn zu öffnen und schauen, was drin ist. Ich kann die Abdeckung nicht bewegen. Sie steckt fest. Typisch. Mit meinen zarten Händen kann ich sie nicht bewegen. Ich brauche etwas anderes. Eingang hier. Sehr dezent, sehr dezent. Oh, da haben wir doch eine wunderschöne kleine Axt. Wow, die schreckliche Axt. Ich werde ein Krieger und ein Retter von Dingen sein. Eine scharfe Axt, die Sachen schneiden und zerstören kann. Gefährlich. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze hier nochmal an. Oh, aber dieses Mal... Ah ja, okay. Welche Art Vogel bist du? Du siehst aus wie eine Eule, habe ich recht? Deine Federn sind wunderschön. Okay, alles gleich. Jetzt ist die Frage, sollte ich die Axt hier verwenden? Okay, jetzt kann ich entweder hier reingehen oder soll ich versuchen mit der Axt das gute Käferschwein zu töten. Nein, das funktioniert so nicht. Sir, oh, er ist eingeschlafen. Okay, das gute Käferschwein ist verschwunden, aber hier haben wir noch was. Oh, eine Feder. Kitzel, kitzel, ich mag sie. Die behalte ich. Die fehlende Feder der Eule. Kitzel, kitzel. Kann ich dich kitzeln? Nein, kann ich nicht. Probieren wir nochmal. Okay, da läuft das Schwein nur davon. Wenn ich es jetzt weiterjage, geht's in diese Richtung. Okay, schauen wir doch mal, wo es am Schluss rauskommen wird. Oder, Moment. Ist nicht hier. Okay. Ist nur da, wenn ich keine Pillen verwende. Und ja, läuft nur hin und her. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle den Part und beim nächsten Mal schauen wir uns den Brunnen an. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.